Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play der Clue 2 in der PC-Version, weil es immer noch keine andere gibt und das muss ich doch bald mal lernen. Ja, im letzten Part haben wir die Konservenfabrik beklaut mit 3 Lieferscheinen im Wert im Gewicht von 1 Kilogramm. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Leichenhalle. Seitdem Schusswaffen in der ganzen Stadt verboten wurden, ist die Anzahl der Kunden des Bestattungsinstituts drastisch gesunken. Es befinden sich dort aber eigenartige Gegenstände, für die manche Menschen viel bezahlen würden. Zielbeute im Wert von ca. $5.000, 5 Kilogramm mitnehmen. Und das tun wir. Komplizen werden wir wieder keine mitnehmen, aber mitnehmen werden wir auf jeden Fall wieder einen Dietrich. Nehmen wir jetzt mal den von letzten Mal, 6 Mal. Ach, das bestimmt reicht. Und einfach zum Spaß mal die Bohrmaschine. Damit sie danach nicht mehr so viel wert ist. Metall 55, Metall 8%. Na, aber immer her damit. Dann nehme ich die jetzt mal, auch wenn die laut ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mehrere Pausen bei einem safe-artigen Gegenstand machen. Aber das ist nicht das Problem. Los geht's! Komplizen kacken wir auch mal. Hier, das habt ihr vorhin wahrscheinlich schon mal gesehen. Yeah. Yeah. Uhuhu. Ich glaube, wir können doch auf einer anderen, also woanders reingehen, aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier lang gehen, weil. Scheint mir jetzt auch nicht so schlecht. Einfach weil die Tür so geil ist. So, ich finde das Leichenhaus übrigens sehr geil, die Leichenhalle. Hier sind normalerweise Leichen drin und hier können wir jetzt mal hochgehen. Können wir jetzt mal hochgehen? Können wir jetzt mal hochgehen? Können wir jetzt mal hochgehen? Können. Leon, Matt! Ach so, du willst nur da lang gehen. Das sagte doch gleich. Matt, geh da hoch. Oh. Hi. Typ. Aus Chicago. Ich gehe jetzt nochmal raus, weil ich Angst habe, dass der hier runterkommt. Die Tür geht übrigens sehr langsam zu. Ah, das ist egal. So, was macht denn der? Der kommt tatsächlich runter und schaut sich ein bisschen um und stellt sich an die Tür und geht wieder hoch. Okay, gut. Das haben wir jetzt begriffen. Und können hochgehen. Der Typ müsste uns jetzt nicht mehr sehen. Hier haben wir übrigens ein großes, verficktes Gemälde. Und da unser Hauptdings nur 5 Kilogramm schwer ist, werden wir jetzt mal schauen, wie schwer das ist. 23 Kilo. Jetzt haben wir noch 15 und das ist wahrscheinlich wieder genauso schwer, huh? 35, boah. Wow. 120 Kilo, das, 120 Dollar, das ist... $800, Gott sei Dank habe ich das mitgenommen und nicht das andere. Alter, holy shit. Gut, das stand 5 Kilo, wie ich werd verarscht. So, und jetzt muss ich vorsichtig sein. Der Typ darf mich jetzt logischerweise nicht sehen. Wo geht denn der lang? Der geht doch jetzt eigentlich nur noch... Zurück! Ne, das war zu knapp. Das war zu knapp. Und einmal ausgetrickst und ab nach oben. Ab nach oben. Und noch weiter nach oben. Was liegt denn da? Ist das eine Kamera? Nö, das ist einfach nur ein Knubbel. Ja, da oben, da hinten können wir übrigens auch hin. Machen wir jetzt aber nicht. Kann ich ja von mir jetzt hinterher nochmal zum Spaß machen und dann rückspulen oder so. Ja. Und wie viel ist das hier wert? Ach du Scheiße. Her damit. Jetzt haben wir noch 9 Kilo. Und jetzt nehmen wir mal die Bohrmaschine, damit es schneller geht und müssen natürlich jetzt... Hört ihr sie? Arg auf die Hörschwelle achten. Und das Blöde ist, der Typ kommt halt auch andauernd hoch und da verstecken wir uns dann dort hinten, hinter dem Sofa, Sessel, entschuldige. Aber man sieht, es geht deutlich schneller. Es geht deutlich schneller. So, jetzt kommt... Ach nee, jetzt ist er erst unten. Spule ich mal ein bisschen. Oh, jetzt kommt er hoch. Den kann ich noch spulen. Jetzt ist, glaube ich, zu knapp. Hallo, das müsste viel lauter sein. Okay, den Rest mache ich danach. Das war mir jetzt doch zu viel. Eigentlich müsste das reichen, wenn ich mich hier verstecke, oder? Wisst ihr, wofür ich ihn beneide? Er kann sich umdrehen, ohne einmal zur Seite zu schauen. Also er kann direkt von vorne nach hinten schauen. Also sich von vorne nach hinten drehen, ohne sich einmal seitlich zu drehen. Das ist so übertrieben geil. Würde ich auch gern können, übrigens. Und hier drin haben wir die Bibel.
Bibel. Oh, Einäscherung von Elvis. Ich dachte, das wäre die Bibel. Früher dachte ich immer, es wäre die Bibel, weil ich den Namen nicht gelesen habe. Hm. Einäscherung von... Hey, Elvis wird eingeäschert. Nein! Das werde ich... Ach, das habe ich jetzt gerade verhindert. Deshalb wurde Elvis nie eingeäschert, weil Matt Tucker das verhindert hat? Geil! Und nee, das will ich rückgängig machen. Jetzt kann ich hier einmal kurz zum Spaß da hochgehen. Dahin. Einmal aufknacken und zurückspulen. Wäre ja auch Dietrich-Verschwendung. Und einfach einmal, weil es geil ist, dorthin da gehen. Oh, da geht es nur runter. Das heißt, da hätte ich auch direkt eindringen können. Cool. Aber wenn ich das gemacht hätte, wäre ich niemals auf das eine Bild gestoßen. Oh, hier noch eins. Wie viel ist das wert? 120, Gott sei Dank. Gott sei Dank nur so wenig. Gott sei Dank. Oh, hi. Du bist ja voll high drauf. Und, ich weiß nicht warum, aber ich bin jetzt einfach so vorsichtig, dass ich warte, bis der runtergegangen ist. Das müsste dann jetzt sein, ja. Jetzt stellen wir uns hier hinter. Ist das Elvis? Ist das Elvis Presley? Oder ist überhaupt Elvis Presley gemeint? Der sieht auf jeden Fall nicht aus wie Elvis Presley. Der sieht aus wie Frankenstein. Okay, nein, das tut er auch nicht. Der sieht aus wie deine Mutter. So, das können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Wir haben ja nur noch 4 Kilogramm freien Speicher im Rucksack. So, der Typ ist doch nicht hier hintergegangen, oder? Ich habe mir nicht nur eingebildet, dass er nicht hier hinten ist, oder? So, dann kannst du gerne mal hochlaufen. Soll mich nicht stören. Habe ich sicherheitshalber noch kurz gewartet und jetzt bloß weg hier. Das war auch ein ziemlich kurzes Level. Also die Parts werden ja immer kürzer, weil recht kurze Level sind. Das Mausoleum wird auch sehr kurz, kann ich so mal sagen. Also im nächsten Part dann. Bank. Neobüro. Ziemlich lang. Kaserne. Nicht allzu lang. Hafen. Kraftwerk. Auch nicht allzu lang. Ministry of Light. Auch nicht allzu lang. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ach nee, Moment. Ist ja noch gar nicht fertig hier. Nein, nicht Schwarzhalle. Ich meine Schwanzhalle, nicht Schwarzhalle. No, genau wie ich am Anfang PNIP geschrieben habe. Irgendwann mal bei der Tankstelle oder so, keine Ahnung. Okay, dann schauen wir mal. Ja, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Nochmal. Das habe ich gar nicht gemacht. Das habe ich gar nicht gemacht. Wann habe ich denn das gemacht? Das will ich sehen. Aha, ich stehe hier neben das Bild. Ja, komm einfach. Ja? Ich warte. Da. Hier ist sogar nichts. Was? Hä? Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Wann habe ich das denn gemacht? Na gut. Okay. Wenn ihr so denkt. Von mir aus. Machen wir das halt alles normal hier. Ja, natürlich, das... Ja. Lauf. Ich gehe nicht da lang. Ich gehe hier hoch. Ihr habt's gesehen. Ihr könnt das Spiel gern voll meckern, wenn der mich jetzt sieht. Lauf. Ihr könnt mich voll meckern, wenn er das gesehen hat. Ich meine, ihr könnt das Spiel voll meckern. Nicht mich. Ihr habt keinen Grund, mich voll zu meckern. So. Das war schon recht knapp. Das wird gerade schon recht knapp. Naja, geh weg. I don't like you. You suck. Wie ist der? Matt Scott oder so? Was? Noch ein Matt? Ah! Damit war's fertig. Her mit der Einäscherung. Wir wollen ja nicht, dass Elvis
eingeäschert wird. Falls es denn überhaupt Elvis Presley ist, ne? Aber selbst wenn es ein anderer Elvis ist, wir wollen trotzdem nicht, dass Elvis eingeäschert wird, ne? Also keiner von den beiden Elvisen. Weder der, der hier eingeäschert werden soll, noch Elvis Presley. Und eventuell sind das sogar eine und dieselbe Person. So, der Typ läuft da lang. Er läuft. Lee. Wir warten. Der Typ müsste jetzt unten sein. Oder so ungefähr. Stellen uns jetzt hier hinter zu dem Bild. Zwischen die Stühle. Und warten. Der Typ ist jetzt oben. Ihr habt's gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Und jetzt ab in mein Auto. Lauf, Matt. Ja, dann kann ich das jetzt überspeichern zur Schwanzhalle. Wahrscheinlich war das der Fehler. Der Rechtschreibfehler hat nicht funktioniert. Nochmal ein bisschen ausspulen, ausscrollen, so. Wir machen das gleiche nochmal. Mhm. Er hat mich schon mal bis hierhin nicht gesehen. Das ist schon mal ein Anfang. Na, geht doch. Und, ja, es wären noch drei. Was? Wie viele Bilder waren denn da noch? Ich habe nur zwei gesehen und die wären zusammen nie im Leben 2240 Dollar wert gewesen. Wow, da muss ja irgendwo noch was gehangen haben. Die Polizei kennt mich, ich sollte vorsichtiger sein, aha. Da hing bestimmt noch ein kleines Bild, was wahrscheinlich nochmal 1200 wert war. Hätte ich das lieber genommen statt dem großen, aber tja, jetzt ist es zu spät. Gut, wir haben ja jetzt hier einiges. Bild. Bibel. Oder auch nicht Bibel. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann ins Mausoleum einbrechen, nochmal zum Hehler gehen, wahrscheinlich den Lötkolben finden und uns dann ein paar Tage nach zur West End Villa begeben. Bis dann und tschüss.